Bestseller auf dem Plattenteller. Mr. Pop, Jürg Marquardt, präsentiert unsere wöchentliche Radio-Hit-Parade. Hi Folks, da im Studio. Hi Folks daheim und guten Abend miteinander. Dienstag, 31. Oktober, circa anderthalb Minuten nach 8 Uhr. Es ist soweit, aus dem grossen Sendesaal vom Studio Zürich präsentieren wir die 250. Jeden Dienstag trifft sich ein popbewusstes Publikum und solche, die sich dazu zählen, auf dem ersten Programm des Schweizer Radios. 30 Minuten dauert die Sendung. Für viele ist die Zeit zu kurz, für andere zu lang. Am 10. Platz einen neuen Titel ansagen, nämlich die Les Humphreys Singers mit Mexiko. Rund 40 Plattengeschäfte in der ganzen Schweiz werden angefragt, um die Top 10 des Schweizer Radios zu ermitteln. Selbstverständlich sind diese Geschäfte je nach der Bevölkerungsstruktur der einzelnen Region aufgeteilt. So werden zum Beispiel in Zürich mehr Schallplattenläden angefragt als in Chur oder Biel. Maßgebend sind dabei die meistverkauften Singles der vergangenen Woche. Die Angaben werden im Radiostudio verarbeitet. Jeder Platz 1 bekommt 10, jeder Platz 10 bekommt einen Punkt. Das Schlussresultat dieser Auswertung ist die Radio-Hit-Parade der Woche. Das sind Les Humphreys Singers, die nach We Are Going Down Jordan, nach Old Man Moses mit Mexiko ihren dritten Titel in unserer Hit-Parade haben platzieren können. Der Jérôme ist seit 9 Wochen mit dabei. Jetzt ist er um eine Position zurückgesunken, und zwar von Platz 5 auf Platz 6. Der Jérôme mit Kiss Me. Die Auswertung einer Hitparade wird nicht überall gleich gemacht. So ist die Hitparade von Radio Luxemburg vorwiegend auf Kommerz aufgebaut. Ö3 informiert sich bei Schallplattenläden, lässt aber daneben eine Publikumsbefragung per Postkarten laufen. Der Popshop des Südwestfunks stellt jede Woche die Newcomers der Musikzeitschrift Billboard vor und lässt nachher das Publikum über die vorgespielten Platten entscheiden. 250 Hitparade. Das bedeutet etwa 10'000 Telefonanrufe und 250 Hitparaden bedeutet auch rund 750 Arbeitstage für eine Person. Das sind also etwas mehr als 2 Jahre. Aber trotzdem ist für uns ein Grund, eine kleine Rückblende zu machen. Am 2. Januar 1968 ist die erste Hitparade vom Schweizer Radio ausgestrahlt worden. Damals noch mit einem anderen Signet, auch mit einem anderen Präsentator. Blenden wir also zurück ins Jahr 1968. Guten Abend miteinander, liebe Zuhörer daheim und liebe Gäste hier im Studio Zürich. Und auch ich in einem gewissen Sinn zu diesen Gästen gehöre. Vielen Dank für die Einladung an Jürg Kauer und auch an den Regisseur von dieser Sendung, an Rolf Graf. Können Sie sich noch zurückerinnern, 2. Januar 1968, wer hat in seiner Woche bei uns in der Schweiz am meisten Single verkauft? Weiss es jemand aus dem Saal? Beatles! Nein, es sind nicht Beatles gesehen, 2. Januar 1968. Monia! Richtig, genau, es war Monia mit dem Roland W. Schweizer Radio kommen in der Hitparade von der Auswertung her bedingt alle Musikarten zum Zug. Harter Rock ist ebenso zu hören wie die weiche Welle eines Roland W. oder einer Filmmusik zu Love Story. Auch Schweizer Interpreten haben dabei gute Chancen. So wirken seit Beginn der Hitparade mit Les Sauterelles, Tort und Tusk, das Pepe Lienhardt Sextett, Paola, das Trio Eugster und die Minstrels. Aber auch die Fans ausländischer Hits, wie auch jene, die auf Newcomers warten, kommen in der Schweizer Hitparade auf ihre Rechnung, und zwar jeden dritten Mittwochabend um 22.30 Uhr. Und nun zum Interview mit den legendären Sauterelles. Sauterelles existieren ja nicht mehr. Was machst du jetzt? Ich spiele alleine Musik. Und zwischen denen arbeite ich. Aber auch mit den Sauterelles, denn ab und zu gehen wir noch Konzerte in der alten Formation. Wir haben das gemacht letztes Jahr, aber wir machen das nächste Jahr
Wieder etwas, aber allerdings nicht unter dem Namen Sotel. Der Dude und ich haben da diverse Pläne, möchten da noch nicht ausplaudern. Okay, ich will nicht drängen. Dude, du hast ja zusammen mit dem Waldi Anselmo und dem Hardy Hepp die Krokodil begründet. Ja. Der Hardy ist jetzt nicht mehr dabei, er hat eine Solo-Karriere angefangen. Was macht das Krokodil jetzt? Oi, wir haben jetzt gerade eine neue LP gemacht. Das heisst, ich muss zuerst sagen, eine Single, die ist schon auf dem Markt. Hoffentlich kaufen sie alle. Und die neue LP, die kommt aus am 4. November. Ich glaube, sie gefällt euch auch. Das werden wir dann feststellen, wenn wir die Platte das erste Mal gehört haben. Düde, wo schafft das Krokodil jetzt am meisten? In der Schweiz oder hauptsächlich im Ausland? Ja, vorwiegend eigentlich schon in Deutschland. In Deutschland? Ausland, Ausland, ja. Bonjour, bonjour, ist es schön, dich mal wieder zu sehen. Bonjour, bonjour, gerade heute scheint die Sonne so schön. An deiner Hand durch die Stadt gehen, das wünsch ich mir nur. Bonjour, bonjour. Der Himmel lacht wie mein Herz, wenn du lieb zu mir bist. Es blühen Blumen, wo sonst nur der Straßenstaub ist. Ein Vogel singt für uns beide in Moll und in Dur. Bonjour, bonjour. Am 8. April 1969, kurz nach dem Eurovision Song Contest in Madrid, haben wir also sie, die erste Dame aus der Schweiz, in der Radio-Hitparade können ankündigen. Paola, und jetzt rein persönlich, ich meine jetzt nicht finanziell. Ich habe erst heute erfahren, dass ich die Einzige bin, das freut mich schon. Brötzi, wo brauchst du mich an? Sagen Sie, wie sind Sie auch so dran? Und nach der Paola sind es dann natürlich vor fast genau 3 Jahren unsere Minstrels gewesen, mit einer Nummer, wo sie wahrscheinlich bis heute nicht losgekommen sind. Stimmt das? Nicht, dass ich etwas gegen das Lied hätte oder dass die Leute Applaus haben daran, aber ich will, dass man uns kennt und nicht nur uns als Stirnimann interpretiert. Natürlich. Gute, gute, feine, feine. Ganz der Wappe, ja, der Wappe hat das auch. Ganz der Wappe, ganz genau. Am 14. April 1970 hat die zweite Schweizer Gruppe geschafft, die praktisch nacheinander mit 2 Titeln in der Hitparade vertreten war. Man glaubt nicht, wie der die Augen kann verdrehen. Und schimpfen kann auch schon als ein Klein. Und wenn's ihm nicht grad passt, dann hörst du ihn krähen. Und wenn er Fertigkeit hat, schlaft er ein. Und damit hätten wir es für heute. Wir hier im Studio 2 machen zwar noch etwas weiter mit Tanzmusik. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zuhause, erwarten wir wieder am nächsten Dienstag am 8. zur 251. Hitparade, wenn es dann wieder heisst.